Freunde, Ubito wird ja hier und ein letztes Mal Hyperliga. Ich werde Legend auf Meisterliga verlegen müssen, weil ich irgendwie auf einmal jetzt ziemliche Klatschen mit dem Team gekriegt habe. Jetzt habe ich Piondrani in der Führung, Skorgo, Krypto habe ich jetzt in der Mitte und Irokex habe ich auch noch. Ich will mal testen, wie das jetzt hier so funktioniert. Ich bin halt einfach nur genervt gewesen vorhin. Hab's versucht, aber andauernd Konter gegen Apokalypse vorne gehabt. Und das kann sich doch hier sehen lassen, oder? Eigentlich müsste er rauswechseln. Weil ich bin ja nicht gezwungen, auf Matschbombe unbedingt zu gehen. Könnte ich zwar machen, aber... Wir setzen jetzt erstmal ein. Okay. Aber hier würde ich gerne noch einsetzen. Und raus hier. Einmal werde ich hier schön jetzt. Falls es doch das Erdbeben ist. Ist aber eine Aquahubitze. Ja, dann ist das auch nur eine Aquahubitze. Dann lass mal durch. Ja, mal sehen, gegen was Goro dann kämpfen darf. So, Meteorologe sollte man hier überleben. Och, nee. Natürlich ein Kapokime dann hinten. Das ist ein Anti-Skorro-Team, kann man sagen. Ja. Das kann ich nicht gewinnen. Das glaube ich nicht, dass ich das hier irgendwie gewinnen kann. Kann hier zwar nochmal Attacken einsetzen. Ja, das ist sowas von verloren. Und ich gehe jetzt auch bewusst natürlich ins Skorro. Ja. Surfer 1. Ja. Und Rex Blizzard wird mich jetzt auch auseinandernehmen. Ich gehe jetzt ja auf Knirscher, aber das werde ich nicht mehr gewinnen. Ja, er hat wahrscheinlich jetzt gleich zwei Attacken. Schade. Ja, Skorro habe ich jetzt hier überhaupt nicht gebraucht in dem Team. Schade, schade. Ja. Ah, ich hätte nicht einsetzen sollen mit Piondrage hier. Ich hätte einfach in Irokex gehen sollen. Und Energie behalten. Dann hätte ich das hier noch gewinnen können. Und Kapokime hätte auch nicht so viel farmen können. Ja, das war saudoof. Aber ich muss auch erstmal üben. Aber Kapokime in der Führung wäre spitze. Ah, generell sind wieder mehrere Feen-Pokémon unterwegs, was echt eklig ist. Na, mal gucken. Was das Set hier jetzt noch bringt. Auf 2,8 zu kommen wäre echt nice. John Zen 1. Oh, da hätte ich jetzt lieber Irokex. Aber Piondragi geht auch. So.
Knöscher kommt. Und wir gehen jetzt hier rüber. Genau. Und konnten sogar so ausholen. Er geht auf Sturzflug. Überleben wir. Also ein Pio Draghi haben wir noch am Leben. Sehr gut. Fiaro ist weg. Er hat bestimmt noch einen Glurak hinten. Der Lachso, Fiaro, Glurak, 100 Pro. Oh, schade, die Attacke hätte ich gerne gehabt. Ich gehe jetzt hier rein. Ja, ich lege alles auf Pion Ragi. Weil das überlebe ich ja hier. Ja, es war nämlich klar. Es war nämlich sowas von klar. Machen wir hier den Schmarotzer. Den wird er wahrscheinlich durchlassen, ja. Okay, Spitze Schild. Spitze der Schild. Das heißt, er braucht erstmal gut Energie wieder. Das könnte eine Drachenklaue sein. Nee, Lohe Kanonade, perfekt. Ich setze jetzt ein. Das ist gar nicht so wild. Ah, ich hätte vielleicht nochmal Energie holen sollen. Oder? Ja, ich hätte Energie holen sollen. Ach Mann, er schafft knapp einen Body Slam. Ja, dadurch gewinnt er, weil er gewechselt ist. Ach, gegen solche Gegner heute, ne? Heute ist echt kein guter PvP-Tag. Und dadurch gewinnt der Gegner jetzt auch, weil er natürlich perfekt abgefangen hat. Ja, Lohe Kanonade haut mich raus. Ja, ich hätte gegen Relax und Steigerungshieb machen sollen. Dann hätte er den Body Slam nicht mehr geschafft. Und mit Glück hätte ich vielleicht sogar noch einen Schmarotzer schaffen können. Mit viel, viel Glück. Aber ja, heute läuft es nicht so in PvP. Okay, Taubos ist erstmal angenehmer. Ich glaube auch nicht, dass er auf Sturzflug hier geht. Wichtig, erstmal einen Knöschel hier rauszubringen. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Schild. Ja. Perfekt. Ich werde nicht schilden. Okay, er geht doch auf Sturzflug. Okay. Interessant. Ja, du dürftest nichts Effektives gegen mich haben. Das heißt, es sieht trotzdem nicht so schlecht aus. Ja. Aber macht trotzdem gut Schaden, ne? Ja, der Gegner hat Teams mit Absenkung. Das ist das Problem. Ja, dadurch überlebst du das natürlich. Ich habe hoffentlich noch nicht eingesetzt. Überlebt das bitte. Danke. Dann gehen wir jetzt trotzdem raus. Perfekt. Jetzt kommt Nervenboss wieder rein. Hier gehen wir jetzt schön auf Schmarotzer.
Er weiß das auch, naja. Zur Sicherheit chill ich hier aber auch. Ja, jetzt war Downreigen quasi klar. Schaffe ich vorher den Schmarotzer? Nein. Will ich schäden? Nein. Genau deswegen. Hier kommt jetzt ein Nachthieb auf jeden Fall rein für dich. Oh, ich hätte ja. Oh, der schafft doch noch eine Attacke. Ich hätte auf Nachthieb gehen müssen. Oh, komm. Und dadurch muss ich chillen und verlierst. Ja. Ich hätte es gewinnen können, Leute. Ich habe es selber verspielt. Mit Zumpex habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Aber ja. Ich hätte es normalerweise gewonnen jetzt. Ach komm, ich hasse Taubos. Ich hasse Taubos. Sonst gehen sie nie auf Sturzflug in der Führung. Sonst gehen sie immer auf Downrang. Egal was man macht, man macht's falsch. Aber egal. Hoffentlich ein 2-3. Aber ich muss auch mit diesem Team jetzt hier mit Skorro hinten warm werden. Muss ich auch zugeben. Aber Rigizil ist gar nicht so aufgeschmissen gegen Skorgro, wie ich dachte. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Da hätte ich auch in mein wunderschönes Iro-Kicks gehen können. Ja, das nehme ich hier eigentlich gerne. Skorgro sieht dich aber lieber. Aber ich werde. Wobei, du bist kein Krypto. Wie viel macht ein Flammenwurf? Ja, ist aushaltbar. Also. Keine Senkung leider. Ja, das ist ein Knirscher. Mal hoffen, dass ich den überlebe irgendwie. Nein, natürlich nicht. Dann gehe ich jetzt hier rein. Ich spiele das im Moment nicht so clean. Das ist das Problem hieran. Oh, Knirscher macht auch gut Schaden. Danke, dass du in Cresselia freiwillig gehst. Das ist sogar sehr schön. So. Einen Schlag machen wir noch hoffentlich. Perfekt. Also ab jetzt schilde ich hinterher. Bitte kein nerviges Kapokime hinten. Bitte alles außer Kapokime. Ja, du bist eher auf Strauchler. Wahrscheinlich. Okay, du schildest unbedingt. Ja, ich schilde auch trotzdem. Versuche runterzufahren, ne? Ja. Ging sich aus. Was kommt rein? Hier mach mal einen Nachthieb. Was hat da hinten? Bitte ein Trombok. Das wäre genial. Und wie? Ah, warum sowas?
Ah. Ja, mit Erdbeben komme ich da auch nicht ran. Ja, ich muss hier Schaden drauf kriegen auf das gegnerische Vieh. Mit Glück komme ich vielleicht nochmal zum Nachtdieb oder so. Er bräuchte jetzt zwei Attacken. Ja, hat er bestimmt jetzt auch. Ich kann ihn bestimmt jetzt nicht runterfarmen, oder? Sanktoklinge kommt. Okay, ich bin down. Okay. Ach, komm. Viridium noch natürlich hinten. Kein guter Tag, Leute. Kein guter Tag. Ach, ärgert mich das. Ich war schon bei fast 2900 und dann Absturz. Dieses Season läuft irgendwie nicht. Aber wir geben nicht auf. Wir haben immer noch 14 Tage ab morgen. Ab heute. Also ich nehme das Video hier einen Tag vorher auf. Also, Tunnitus Fulm. Okay, das ist eine richtig gute Führung. Und das spiele ich hier aus. Und ich werde hier auch nicht schilden. Entweder geht es jetzt auf Lurgnade oder Drachenklaue. Ja, und Drachenklaue war halt obvious. Und ich gehe jetzt auch auf meinen Mr. Flügelschlag. Werde hier jetzt hinterher schillen. Okay, jetzt kommt die Lure-Kanonade, perfekt. Eins und zwei. Einsetzen. Glurak ist weg, perfekt. Ja, so ein Pex kommt rein. Bist du Krypto? Nee, ne? Du warst kein Krypto. Lass mal das hier mal durch. Hoffentlich überleben wir die Aquao, bitte. Ja, und gehen natürlich auf Erdbeben. Oh, yes. Und wir gehen gleichzeitig da. Perfekt. So, auch hier werde ich jetzt nicht chillen. Ich werde meinen Shit für Irokex aufheben. Ja, ist eh nur Samenbombe. Würde mich mal interessieren, wenn, ob du jetzt runterfarmen kannst oder nicht. Ja, schön, dass der Gegner Erdbeben. Ja, du kannst sogar runterfarmen, dann gehe ich rüber. Ich muss erst die dritte Samenbombe schilden. Okay, du gehst auf Spukball, okay. Das ist Energieverschwendung. Da wäre Samenbombe besser gewesen. Ich werde jetzt trotzdem schon mal schilden. Gegner gibt auf, perfekt. Aber wir gehen jetzt auch ins zweite Set gleich und hoffen, dass das besser wird. Wir bleiben erstmal über 2-7. Ich hoffe, wir bleiben heute auch über 2-7. Aber am liebsten hätte ich echt heute nicht gespielt, Leute.
Aber ja, muss ich leider durch. Meine große Hoffnung liegt in der Meisterliga. Ach, Dragoran, nee. Dragoran ist auch immer so nervig. Okay. Das ist sehr gut. Weil wir haben auch schon Energie. Auf Pion zu dem Draghi. Wir haben nochmal ausgeholt. Ja, Erdbeben war klar. Ich hoffe, es ist das zweite Erdbeben. Ja. Musste ich jetzt schilden, leider. Aber Dragoran muss jetzt auch schilden. Und vielleicht kriege ich noch einen Schmarotzer dadurch hin. Es ist kein Krypto-Dragoran. Oh ja, oh ja, oh ja. Okay, nein, im Gleichstand, aber das ist auch nicht schlimm. Deswegen muss ich ja einsetzen. Reggie Steel ist super. Blitzkanone war klar. Wir werden trotzdem immer auf Erdbeben gehen. Ja, ich muss hier schön. Und wieder eine Senkung, ne? Senkungen sind echt zum Kotzen. Aber ja, ich gehe jetzt hier rein. Jetzt einsetzen, dass Regis hier weg ist. Und eine Drachenklaue wird mich hier nicht weghauen. Ich müsste noch mal zum Knirscher kommen. Ja, Gegner sieht es auch ein. Skorkro hätte ich auch noch gehabt, also er hätte zwei Attacken auf jeden Fall gebraucht. Okay. Das ist schon mal schön ausgegangen hier. Schön, dass er Doppelstahl hinten hatte. Da hätte ich aber natürlich gegen Skorkro lieber gegen. Oh, wie heißt es denn? Dingskirchen gekämpft. Okay, ja, das ist mies. Obwohl, nee, das geht. Ja, du kriegst eine Attacke. Aber du wirst auch nicht auf Zauberschein wahrscheinlich gehen. Oder? Na, wir testen es aus. Oh, du gehst auf Zauberschein, aber überleben wir. Aber du müsstest nochmal schön. Ich gehe rüber. Ja, ich muss hier gleich zweimal schön. Das ist mir klar, aber. Ah, ich hätte auch in Iro-Kicks gehen können, ne? So. Das ist fies weg. Skokro ist leider angedamaged. Ist aber nicht so schlimm. Was kommt rein? Ja, halt mal sowas aus. Knirscher noch.
Wenn man den noch überlegt. Ah, du bist auch Krypto, ne? Dann halten wir das wahrscheinlich nicht aus, ne? Ah, das ist doof. Das mag ich nicht. So, eins, zwei. Och nee, komm. Oh, Skogro wäre so wichtig gewesen. Ich hätte doch in Dings gehen sollen. Irokex hier. Aber egal, wie man es macht, es wird ätzend, Leute. Okay, du gehst auf Matschbombe. Ja, macht natürlich auch mehr Schaden. Ha, da wäre mir Winona in Charme besser. Hätte mir besser gefallen. Ja, ich hätte dieses Toxiquack rauslocken müssen. Schade. Aber ja, kann man nichts machen. Der Gegner hat auch sein Winona wie sonst was geschildert. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er auf das Zauberstein geht, weil die meisten kommen dann mit Dekologen-Spam an. Hätte ich gewusst, dass er jetzt wirklich auf Zauberstein geht, dann hätte ich natürlich geschildert, geschildert, geschildert. Aber okay, das weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Okay, das ist unsere Führung. Hier kann auch nichts Unerwartetes passieren. Und das muss ich hier ausspielen. Ja, ich lasse die Attacke sogar durch, die erste. Okay, ist sogar ein Erdbeben, interessant. Aber meine Attacke ist ein Schmarotzer. Er schildert, okay. Okay. Der Herr schildert leider. Ja, Sumpex ist immer so eine Sache, ne? Okay, du schildest nochmal. Das ist sehr gut. Weil ich müsste es jetzt eigentlich mir holen können. Oder auch nicht, okay. Aber da kann ich mit Skogro runterfahren, das ist auch okay. Nehmen wir einen Skogro. Und können runterfahren, was wichtig ist. So. Pion Draghi haben wir noch hinten. Okay. Ah, da, hier muss ich nur auf zweimal Matschbombe gehen, ne? Dann ist Irokex weg. Ja, es sollte trotzdem hier gut ausgehen. Jetzt einsetzen. Und der Gegner muss hier auf Spukball gehen. Sambombe dürfte nicht reichen, glaube ich. Oder? Er geht auf Sambombe? Nein. Der Knirscher sollte dich verputzen fast. Oder sollte dich sogar rausnehmen. Perfekt. Perfekt. Irokex mit Pion Draghi weggeputzt. Das ist schön. Ich überlege gerade, ich glaube, das hier ist gerade vorletztes Mal Hyperliga. Weil ich habe ja noch mal Hyperliga. Morgen. Dann kommt erst Meisterliga. Also, wenn das hier mit dem Team. Ich gehe hier rein.
Ja, ekelhafte Fee rausgeholt. Ja, er musste schön. Komm. Oh, danke schön. Oh, Wechsel, perfekt. Der Wechsel war jetzt wichtig. Und wenn du jetzt noch eine Fee hast, dann habe ich das gewonnen. Wir gehen natürlich in die Eurekex. Ich lasse sogar den Kreuzzug durch. Weil du hast bestimmt noch eine Fee. Ne? Ja, ich kann hier auch jetzt einmal schilden. Kreuzi bekommt zwar, aber das ist mehr Wumpe. Weil du spätestens gegen meinen Pion 3 dann höchstwahrscheinlich eh verlierst. Oh nee, aber trotzdem verlierst du. Ja und? Das ist mir egal. Bei den Eissturm überlebe ich noch. Schmarotzer ist Normalstärke. Ich gehe in mein volles Pionragi. Ja, fresse hier zwar den Eissturm. Aber das ist mir eigentlich egal. Aber der macht ja nicht viel. Ja, du schildest, okay. Hier setze ich jetzt ein, dass ich nicht nochmal einen Eissturm kassiere. Das sollte dich dennoch rausnehmen. Und hier überlebe ich selbst ein Kreuzhieb, ja. Nett gemeint vom Gegner, netter Versuch. Aber hat zum Glück nichts gebracht. Das ist jetzt schon positiv. Ja, immerhin ist das positiv. Also wir fallen heute nicht unter 2700 Punkte, was wichtig ist. Ich glaube, morgen spiele ich hier nochmal mit dem Team. Weil in der Zusammensetzung kann das Team schon was reißen, glaube ich. Es sei denn, wenn Feen kommen. Skunk-Tank ist auch im Moment sehr oft vorne. Ah, da du nicht Krypto bist, brauche ich auch nicht so eine Angst haben vor deinem Flammenwurf. Dann lass mal durch. Perfekto. Es war kein Gleichstand. Ich lasse jetzt durch. Skoko mit Energie kann viel leisten. Ja, das ist auch in Ordnung. Weil eine Attacke kann ich hier immer durchlassen. Ich habe noch zur Not Eurokex. Das ist nur ein Strauchler, okay. So, wir kommen jetzt mit Nachtdiebe an. Er schildert. Wichtig und richtig. Dann schilde ich auch einmal zumindest. Das ist ein Strauchler nur, okay.
Das heißt, wir können uns ein bisschen mehr Energie holen. Setzen jetzt ein. Ich hoffe, das nimmt ihn jetzt raus. Okay, er schildert wieder. Wieder Strauchler, perfekt. Oh, bitte. Farm runter. Chrisia, bitte, Chrisia, bitte, bitte, Chrisia, bitte, Chrisia. Muster einsetzen. Hatte ich jetzt keine andere Wahl. Ja, ist weg. Oh, Viridium und ich gehe auf Erdbeben. Ah, diesmal stehe ich viel besser da. Ja, und Irokex macht jetzt den Rest. Perfekt. Da wäre Erdbeben sogar doch gar nicht so schlecht einzusetzen, ne? Hat er wenigstens Step. Ja. Und Irokex hat einen Konter gemacht in dem Kampf. Perfekt. Okay, die verlorenen Punkte von eben holen wir uns jetzt gerade zurück. Das ist schön. Und Quabbel. Ich kann dich nicht mehr sehen. Ich hätte auf jeden Fall noch gerne die Legendenpose. Ich finde die spitze. Die hätte ich auf jeden Fall gerne. Aber ob ich sie dieses Season kriege, ja, das steht in den Sternen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Season. Wir gehen auf 2744 wieder. Wir sind immerhin über 2700. Sets für heute sind vorbei. Und für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.